Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video und neues Jahr, neues Glück, neue Kulisse, neuer Hintergrund. Ich heiße dich mal aus meinen Räumlichkeiten in Linz herzlich willkommen. Heute schauen wir uns ein Thema an und zwar, ich war bei der Barbara Karlich Show als, ja, kann man sagen, Experte geladen, denke ich mal. Und ich möchte dir mein Horoskop zeigen. Die Show übrigens Esoterik gegen Wissenschaft, also ein hocherhellendes Machwerk der Mediengeschichte, gibt es jetzt noch auf der ORF Mediathek zu sehen. Ich verlinke dir das Video unten rein. Zuerst einmal möchte ich dir zeigen, in einem kleinen Zusammenschnitt aus dieser Show, wie es mir gegangen ist. Und wir schauen uns dann einfach mal aus dem Horoskop an, was hat denn da so gewirkt auf mich, was waren denn da für Planetenkräfte vorhanden, dass man sich so im ORF fühlt. Ich habe das Feedback bekommen von Familie, von Freunden, von Klienten, die gesagt haben, sie haben noch nie gesehen, dass jemand so, also dass ich überhaupt so angefressen schauen kann, weil ich die meiste Zeit immer relativ relaxed bin oder lächle oder halt vielleicht konzentriert. Aber schauen wir einfach mal rein, würde ich vorschlagen, wie es denn da so gelaufen ist. Perfekt. Also, das wäre jetzt mal ein Zusammenschnitt gewesen, der so ziemlich meine Stimmung wiedergegeben hat. Grundsätzlich, was hat mich denn so gestört? Also, ich habe da eigentlich mehr ein Gespräch, einen Dialog erwartet, aber eigentlich war es das jetzt nicht. Man hatte auch nicht wirklich die Möglichkeit, aus diesem Frame rauszukommen, der da halt schon gesponnen war oder in welchen Kontext das alles gesetzt wurde. Das ist jetzt auch nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach recht werteneutral. Ich bin da vielleicht etwas blauäugig auch reingegangen. Wie gesagt, Schnee von gestern, interessant ist doch die astrologische Komponente. Und was löst vielleicht auch bei dir diesen Ärger aus oder was könnte dich denn reizen? Und jetzt schauen wir uns einfach mal so diese Transite an, die ich an diesem Tag hatte. Und zwar, wenn man sich das anschaut, also außen sind so die Transite quasi vom 27. September. Da wurde nämlich die Sendung aufgezeichnet, also ist ja natürlich nicht live. Schauen wir mal rein. Und da sehen wir jetzt so auf meinem Mars und auf meiner Venus thront der Pluto hin. Also wir haben da ein Quadrat Pluto zu Mars, Pluto zu Venus. Bisschen auch zu Uranus rauf. Der Mars ist auf Venus und auf Mars der Transit und das alles spielt sich bei mir im Öffentlichkeitshaus ab. Ne? Also das ist immer so dieses Zehnerhaus, ist auch so das Haus, wo bestimmst du, wo wirst du bestimmen für andere. Das heißt jetzt nicht, dass ich da mit diesem TV-Auftritt die Welt verändert habe, aber das ist halt so das Haus auch, wo man öffentlich wirkt und was man da machen kann. Also das ist so dieses Zehnerhaus, dieses Bestimmungshaus. Und da merkt man eben dann so mit Pluto und Mars schon eine gewisse Anspannung, eine gewisse auch Aggression fast. Ja. Und das ist natürlich eine Reizung. Im Positiven ist das so, dass man da sagen kann, okay, man hat da ganz viel Kraft. Nur in der Quadratgeschichte ist es so, dass man eigentlich das, was man sich vielleicht vornimmt, nicht so ganz umsetzen kann oder dass man da einen Druck auch verspürt. Ne? Und wenn man sich das jetzt einmal anschaut, wo steht denn mein Pluto im Geburtshoroskop? Der steht da im Neunerhaus in der Waage. Und da geht es ja eigentlich für mich sehr um das Spirituelle, um in philosophische Themen tiefer einzutauchen. Also das ist sicher eine Sehnsucht meines Plutos und das auf eine harmonische Art und Weise. Also nicht in einer Auseinandersetzung, sondern in einem befruchtbaren
fruchtenden Gespräch, in einem fruchtbaren Gespräch, in einem fruchtbaren Diskurs auch. Und das war da natürlich überhaupt nicht gegeben. Und deshalb würde ich sagen, so dieser befruchtende, fruchtbare Diskurs, den ich mir da auch vielleicht gewünscht hätte, nicht vielleicht, sondern sicher gewünscht hätte, blieb natürlich bei dieser Sendung aus. Und ich hatte eben so dieses, ja, 0815 durchgekaute Gespräch. Also das fing schon an mit, ja, du machst ja Jenseitskontakte, wobei ich ja sagen muss, dass das, natürlich kann ich das auch machen, aber das ist ja nicht das, was den Wert der Arbeit ausmacht, sage ich jetzt mal, ja, also für mich gesehen. Und also da ging es einfach schon von Anfang an immer wieder in eine ganz gewisse Richtung rein und das hat mir persönlich jetzt nicht so getaugt. Aber man sieht halt einfach, da ist schon dieser Druck drauf und ich denke, das sieht man auch in meinem Gesicht, wenn du dich erinnerst, also wie angespannt oder angefressen ich da eigentlich war. Also auch über die anderen Wortmeldungen, nicht nur jetzt wegen Wissenschaft, sondern auch von den Kolleginnen, die da gesessen sind. Ja, tue ich mir einfach ein bisschen schwer und das war einfach da sehr gut spürbar. Wenn wir noch reinschauen, haben wir aber auch Trigone hin und zwar der Saturn macht da eben auch Trigone hin zu diesen Öffentlichkeitsplaneten und Saturn steht bei mir im Begegnungshaus. Das heißt, es ist auch durchaus da etwas Positives, was sich ergibt. Da ist auch eine gewisse Klarheit und eine gewisse Struktur da. Natürlich auch eine gewisse positive Diszipliniertheit, die sich da ergibt. Aber man sieht an diesem Tag, hat sich durchaus was abgespielt, auch im Energetischen. Und wo spielt sich's ab? Von dem Planeten quasi auch, der mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Also Saturn steht bei mir im 7. Haus und dann eben alles im 10. Haus, wo es eben dann um die Bestimmung, um das Öffentliche, um das Rausgehen geht. Und wir haben ja jetzt eben diese Phasen Saturn. Ich habe es ja auch schon erwähnt in dem Video mit der Monika Donner, das ich geführt habe, diese Jahresprognosen 25 bis 2030, was passiert mit Österreich, dass gerade jetzt 2024 auch das Thema ist von Österreich, also jetzt mundan gesehen, die Begegnung, die Auseinandersetzung auch mit der Neutralität, dass das auf dem Spiel steht und dass es darum geht, sich auch damit zu beschäftigen und da auch eine klare Linie zu fahren. Also da haben wir das in der Begegnung, eine Autorität begegnet uns und übt Druck auf Land jetzt aus. Ja. Und das ist eben so dieser Saturn. Und diesen Saturn habe ich eben im Begegnungshaus. Da kann man auch sagen, man wirkt jetzt nach außen hin, womöglich lehrerhaft. Ja. Wenn da jemand Probleme hat, gut, dann wirst du den Kanal wahrscheinlich nicht schauen, aber da wirkt man dann womöglich lehrerhaft oder man sagt etwas, man drückt das eben aus. Natürlich auch noch mit dem Zwilling nach außen gehen, also Kommunikation nach außen gehen, sieht man ja da bei mir im Horoskop. Und das geht eben alles so in diese Bestimmungsrichtung, in das eben, wo man heute auch nach außen hin spricht. Aber du siehst, dieser Druck war da natürlich drauf und der ist da durchaus auch noch einmal spürbar gewesen. Gut, soweit einmal zum Thema. Also man könnte länger über diese Sendung reden, über das Format reden, Kali Show, aber ich denke, wozu? Also ich denke, du bist nicht umsonst auf YouTube, schaust dir andere Creator an, schaust dir auch mit meinen Kanal an, weil du eben nicht nur vorm Staatsfunk sitzt und dich da berieseln lässt. Also insofern spare ich dir und mir auch eine weitergehende Analyse, hake das Ganze mal ab. Wie gesagt, für mich war es eh schon eher in der Vergangenheit. Ausgestrahlt ist die Sendung eben jetzt am 8. Jänner worden, aufgezeichnet ist am 27. September letzten Jahres worden, also ist eh schon lange her. Ja, also du wirst jetzt keine großartigen Neuigkeiten erfahren. Wenn es dich interessiert, mal zum Reinschauen. Ich verlinke dir auf jeden Fall nochmal den Mediathek-Link. Der sollte bis Sonntag oder Montag, sollte das, glaube ich, online sein, 7 Tage lang. Und ich wünsche dir auf jeden Fall mal eine gute Zeit. Und wenn du mal irgendwo einen Pluto-Transit hast oder wenn der Mars mal wo drüber geht, also wann viel Energie ist, ja, man kann das natürlich in der Aggression leben, dass man sehr brutal Auto fährt. Man kann aber auch schauen, man nimmt sich zusammen, lässt das ein bisschen hinköcheln. Und im Endeffekt, was ist rausgekommen durch diese Erfahrung für mich? Das Learning war, kannst du vergessen, also so im Großen und Ganzen, dass da ein ernsthafter Diskurs stattfindet. Das heißt, man kann das einmal über sich ergehen lassen oder da mal dabei sein, wenn man eingeladen wird. Ich persönlich
würde es nicht empfehlen, wenn es dir darum geht, deine persönliche Agenda oder irgendeine Message da auch zu repräsentieren, weil du repräsentierst ganz exakt das, was die Redakteurinnen und Redakteure vorbereitet haben und das, was dem Gesamtbildnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspricht. Und davon bin ich überzeugt und wurde ich auch überzeugt. Das klingt am Anfang nicht so, wenn man mit den Redakteuren spricht, aber ja, Vorsicht, Falle oder einfach Bewusstsein und da bewusster reingehen. Und ich werde zum Abschied einfach nochmal, dass du mich jetzt ärgerlicher siehst, nochmal das Video abspielen. Tschüss und bis nächstes Mal.